Hallo, liebe Freunde, danke, dass Sie wieder dabei sind. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, dieses Video anzuschauen. In diesem Video lade ich Sie ein, mit mir in einem abgelegenen Schlafviertel von Novosibirsk spazieren zu gehen. Dieses Viertel hat einen sehr komplizierten Namen. Es heißt Klyuchka-Myschinskoje Plateau. Es liegt am Rande der Stadt Novosibirsk und ich wohne auch in seiner Nähe. Der einzige Nachteil ist, dass es weit vom Zentrum entfernt ist. Nun, tagsüber kann man von hier aus leicht einen Bus nehmen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind hier sehr gut. In die Stadt zu fahren ist kein Problem. Nur am späten Abend und an den Wochenenden fahren die Busse seltener. Aber auch das ist kein Problem. Sie müssen nur länger warten. Im schlimmsten Fall kann man immer ein Taxi nehmen. Es ist ein kleines Viertel von der Größe her. In diesem Video sehen Sie praktisch das ganze Viertel. Ich mache eine Runde um dieses Viertel. Man kann sagen, Sie haben das ganze Viertel gesehen. Schauen Sie sich dieses Video also bitte bis zum Ende an. Sie werden einen vollständigen Eindruck von diesem Teil der Stadt Nowosibirsk haben. Der größte Vorteil dieses Viertels ist, dass es in der Nähe einen großen Wald gibt. Man kann dort jeden Tag spazieren gehen. Dieser Bezirk ist auf einem Hügel gelegen, so dass die Luftqualität hier besser ist als im Stadtzentrum. Ein weiteres Plus dieser Gegend ist, dass es im Wald daneben ein Skigebiet gibt. Ich habe es Ihnen schon mal gezeigt. Sie können das Video auf meinem YouTube-Kanal in der Playlist Novosibirsk leicht finden. Hier gibt es mehrere Lebensmittelgeschäfte sowie eine Schule und einen Kindergarten. Es ist ideal für ältere Menschen und auch für Familien mit Kindern. Wenn Sie im Stadtzentrum arbeiten, müssen Sie jeden Tag lange zur Arbeit pendeln und es macht keinen Spaß, wenn es auf den Autostraßen Staus gibt. Am besten ist es natürlich, wenn Sie ein eigenes Auto besitzen. Dann ist es einfacher, das Stadtzentrum oder einen anderen Bezirk von Novosibirsk zu erreichen. Da das Viertel am Rande der Stadt liegt, sind die Kosten für eine Wohnung hier ein wenig niedriger. Eine Einzimmerwohnung in dieser Gegend kann man für 40.000 Euro kaufen. Jetzt gibt es eine Krise auf dem Immobilienmarkt in Russland. Wenn Sie Bargeld haben, können Sie mit dem Verkäufer sogar verhandeln und den Preis noch weiter senken. Insgesamt kann ich sagen, es ist ein ruhiges Viertel. Hier gibt es keine Kriminalität. Daher kann dieser Bezirk für einen dauerhaften Aufenthalt in Betracht gezogen werden, vor allem wenn Sie nicht über viel Geld verfügen, um eine Wohnung in einem besseren Teil von Novosibirsk zu kaufen. Also, liebe Freunde, wenn Sie weitere Fragen zu Novosibirsk oder zum Leben in Sibirien im Allgemeinen haben, dann können Sie diese in den Kommentaren unter diesem Video stellen. Ich habe auch einen Telegram-Kanal. Den Link auf ihn finden Sie unter diesem Video. Weiter in diesem Video hören Sie den Originalton, um den Rhythmus der Stadt wahrzunehmen und ins Geschehen auf der Straße einzutauchen. Danke, dass Sie sich meine Videos regelmäßig anschauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns bald wieder in meinen neuen Videos. Bis bald. Tschüss.
Zeit neu?